Leute, willkommen zurück, wir machen jetzt Duell in Hongkong. Mein Chai ist 2. Ist 2. Da müsste ich fast. Dann nehme ich mein Alfa Romeo. Ja. Gucken mal. Also. Dann komm mal, mach mal ein Duell mal. Ich werde den Snake fahren, schätze ich mal. Level 8. Und wir nehmen unseren... Nehmen wir den, unseren VW oder unseren... Ich nehme jetzt mal den, den Romeo. Und den noch den Golf? Ich weiß es nicht. Nee, nee, jetzt mal den Romeo. Ich nehme jetzt mal den Romeo. So, dann gucken wir mal, Snake, wie es läuft. Ich fahr schon mit Snake, oder? Ja, oh, der hat den Golf genommen, okay. Ich hatte mir nehmen, war ein Fehler, glaube ich. Ja, das war ein Fehler. War nicht ein Fehler, glaube ich. Aber es ist noch nichts verloren, Leute, ist noch nichts verloren. Haben wir Fehler gemacht? Er ist aber noch vor mir. Er ist aber immer noch vor mir. Und Leute. Ja, jetzt hab ich. Oh, ich hab Stammbild. Ich hab gerade vorne Stammbild, Leute. Habt ihr das gesehen? Nee. Keine Chance. Da hätte ich den Golf nehmen müssen, ja. Dafür ist Alfa Romeo viel zu schlecht. Boah, ja, genau, hängen geblieben. Ich muss das gar nicht vom Gas gehen, ja? Und einzeln müsste doch mal einen fetten Fehler machen, aber der fährt fehlerfrei. Ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei! Also merken wir uns, Leute, S2 mit Golf fahren, auf jeden Fall. Nur mehr kann ich nehmen, wenn ich ein Rennen fahre oder so. Aber bei Duellen, so enge Strecken, so sowas, da muss ich in jedem Fall den Golf nehmen. Jeden Fall, ja. Oh Leute, wir haben wieder hart verloren, hey, es ist, boah, ich komme noch ins Ziel, oder? Komm ich noch rein? Ja, ich habe jetzt das Ziel geschafft. Oh je, ja. Der Fahrer nach und auf, wenn wir 14 verloren, ja. Du musst, also bei Duell muss ich auf jeden Fall den Volkswagen nehmen, ja? Oder Touch oder so. Also, nee. Scheiße, genau. Ich will mal wieder mal gewinnen, oder? Mal müssen wir davor, sind sie mal Letzter. Ich bin jetzt immer Letzter geworden und entweder liegt es an den Wagen oder meine Nubigkeit, wie ich fahre, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt nächstes? Tokyo S1. Was nehmen wir da? Was fahren wir da?
Nee, die Vermietung. Keine Lust. Tür abgelehnt. Jetzt fahren wir doch Checkpoint. Okay. Checkpoint. Und da. Checkpoint ist gut. Checkpoint gefällt mir. Das war jetzt eins, oder? Leute, war das jetzt eins? Ich glaube schon. Und eine Abwehrung, ob das jetzt eins war. Heute ist ja Samstag, ja? Morgen, wir haben jetzt Abend, also mir ist jetzt 18 Uhr. Und der fliegende Start, okay. Morgen ist ja Sonntag und dann Montag geht es dann wieder los für wieder. Schule oder Arbeit, ja? Haben wir heute. Ich habe am Montag frei, weil ich mir wahrscheinlich die Wohnung angucken werde. Ja? Ich werde vielleicht umziehen, ja? Vielleicht. Ja, aber das kann, da kriege ich morgen Bescheid. Was für ein Hundkind. Da kriege ich morgen Bescheid, ob der morgen, also ich weiß nicht, ob ich mit Wohnung morgen besichtigen kann. Da kriege ich morgen jetzt noch Bescheid gesagt, ja. Und dann werde ich vielleicht umziehen morgen dann. Mich doch umziehen. Ich werde dann morgen mir die Wohnung angucken, ja. Dann gucken wir jetzt dann mal. Gar nicht überholen. Sorry, aber das war jetzt keine Absicht. Da wollte ich in die Kurve gehen, dann ist er mal an dem Quere gekommen. Das war keine Absicht, Epic. Epic, was sagt der, war schon mal dabei. Der Name war schon mal dabei. Jetzt hat er sich gedreht. Also was hat er gedreht? Er hat sich halt einen Fehler gemacht, hat er sich gedreht dadurch. Wie sie mich alle überholen! Und mich nur Scheiße baue. Leute, falls ich die Wohnung bekomme, werde ich versuchen, dass ich morgen noch kündige. Morgen ist der 31. März. Und wenn ich morgen noch kündigen kann, dann, Montag ist der 31. März. Und ich muss ja, ich habe ja dran eine Kündigungsfrist in der Wohnung. Wenn ich eine neue Wohnung muss ich ja dran eine Kündigungsfrist einhalten. Und wenn ich am 31. März kündigen kann, dann bekomme ich auf jeden Fall noch, ja, was soll ich sagen, dann habe ich ja, kann ich im Juli umziehen. Wenn ich aber den Termin, wenn ich aber da am 31. nicht kündigen kann, muss ich am 1. April kündigen und dann ziehe ich das und dann verlängert sich das um Monat. Dann kann ich am 1. August erst raus, ja. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich, da muss ich gucken, wie ich das hinbekomme, wie das läuft, ja. Ich warte einfach morgen, bis die anruft. Also, bis halt, also es geht, also ein Privat, ja, kein Makler. Muss aber warten, bis derjenige anruft oder diejenige. Und ich sage mir dann Bescheid, ob ich die Wohnung besichtigen kann oder nicht. Jetzt ist es vorbei. Ja, vorbei. 9. Ich bin 9. War nicht letzter. Gut. Die Saura ist ausgefallen. Und der Snake, der war ein bisschen schlechter wie ich. Okay, ich bin aber nicht letzter. Das ist, also, sondern bin ich vorletzter, ja. Wenn es dann ist im Auszug, dann werde ich bestimmt noch sagen und dann werde ich auch, natürlich, es ist so, beim Internet habe ich dann bestimmt ein paar Wochen kein Internet, weil ich habe hier, es kann sein, weil ich habe hier Ultimedia und Ultimedia ist also mit Kabel.
wenn die neue Wohnung kein Kabelfernsehen hat und kein Kabel hat und einen Satelliten hat, also Sat-Fernsehen, dann kann ich Multimedia nicht benutzen. Ich muss dann in den Mediashop gehen, muss dann denen die Adresse sagen, dann gucken die, ob da irgendwo eine alte Leitung liegt. Wenn da keine neue Leitung liegt, dann wird es gekündigt zum nächsten Monat. Dann muss ich mir ein anderes Ding holen, ein anderes Internet. Ich habe überlegt, das nächste, also wenn es wirklich so ist, dass in der neuen Wohnung kein Multimedia ist, dann werde ich da mir 1 und 1 holen. Weil 1 und 1, was die da Werbung machen, das klingt ziemlich gut. Ich höre von anderen Leuten, dass 1 und 1 sehr gut sein soll. Ja. So, Telekom, Vodafone, nee, kein Bock. Dann nehme ich 1 und 1, mache von den Festnetz und alles in einem Ding und dann ist das okay. Oh Mann, Leute. Ich bin gespannt, ob das Montag klappt mit dem Angucken. Ich meine, wenn es klappt, also ich weiß, also ich weiß schon eine Zeit, also wenn er 8, gucken wir das an, das war S3, okay, nicht S1. Ausdauer, oh Gott, McLaren. Also er hat gesagt, also er hat mir schon die Zeit gesagt, wann die Besichtigung ist, wann er Zeit hat, aber nicht gesagt, wann sie, ob sie sein kann. Ja, also Google ist ungewöhnlich, aber auf jeden Fall ist die ganze in der Früh. Also ich muss um 7 aufstehen, weil ich um 8.15 Uhr losfahren muss, damit ich da pünktlich durch bin. Ja. Für 8 in der Früh muss ich losfahren. Also muss ich am Sonntag um 7 aufstehen. Das ist geil, ne, Leute? Also, Montag. Ja, erst am Montag. Ich muss schon auch um 7 aufstehen, noch früher. Okay. So viel dazu. Aber jetzt fahren wir weiter. Und mit dem McLaren. Naja, also ich habe jetzt schon ein bisschen besser im Griff. Ja, aber es wird doch nicht irgendwie. Aber es wird doch scheiße laufen. Fünf Minuten fahren und wer dann die meisten Meter geschafft hat, hat gewonnen. Ich darf von Rahmen und Leute, wieder alle wieder rumlaufen. Das gehen wir wieder die Karambolage hoch 3 machen. Wow, und jetzt, nein, noch nicht. Hallo, was ist denn los? Ja, du Mercedes, was ist denn los? Boah, bleib auf der Strecke, ey. Reg mich nicht auf. Boah, ist so scheiße, wenn da so viel drauf ist, dann sieht man nichts mehr, ja. Ja, jetzt bin ich letzter, weil der andere raus ist. Das hat aufgegeben. Und ich gebe auch auf, oder? Und ich gebe auf, da reg mich auf. Scheißdreck da. Ich gebe auf, ist mir scheißegal jetzt. Keine Lust mehr. Scheißdreck ist das. Kackrennen da. Ja, selbst und Party verlassen. Komm, fick dich. Boah, nee, S4, boah. Nee, nee. Keine Lust. Kein Bock habe ich zu. Also das war's für diesen Part. Seht das wieder und ich vergesse das wieder kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.